Wir haben hier das BlackBerry Z10, ein Vorserienmodell, das aber weitgehend schon dem endgültigen Produktionsmodell entsprechen wird. Wir sehen hier, die Rückseite ist ein rutschfestes Material, leicht geriffelt. Hier haben wir eine 8-Megapixel-Kamera samt LED-Flash. Wir sehen seitlich die Lautstärkewippe und in der Mitte eine Taste, mit der die Sprachsteuerung aktiviert wird. Am oberen Ende den Ein-Ausschalter samt Klinke. Am unteren Ende ist eigentlich gar nichts, außer ein Schlitz zum Aufmachen. Und auf der anderen Seite haben wir HDMI und USB-Stecker. Ganz kurz zu den Specs. Wir haben ein 4,2 Zoll Full-Touch-Display HD mit 1280x768 Pixel Auflösung. Drinnen werkt ein Dual-Core-Prozessor OMAP 4470 mit 1,5 GHz. Es hat 2 GB RAM und 16 GB Speicher. Es wiegt ungefähr 125 Gramm und hat eben BlackBerry 10 als Betriebssystem. Das Schöne am BlackBerry 10 ist, dass es ganz einfach zu bedienen ist. Es war jetzt ausgeschaltet und durch eine einfache Wischgeste nach oben habe ich die Möglichkeit, entweder direkt hineinzugehen oder in diesem Fall mir den Startschirm anzuschauen. Hier sehe ich Termine, Uhr, Nachrichten, die gekommen sind und ich habe noch eine andere Möglichkeit. Durch Herunterziehen kann ich die Benachrichtigungen ausschalten, bekomme eine Uhr und Wecker dazu. Den Wecker kann ich hier einstellen. Nach oben schieben schaltet wieder die Benachrichtigungen ein. Schiebe ich noch einmal nach oben, beziehungsweise habe ich das am Anfang gleich ganz gemacht, dann komme ich in den Task Manager. Hier habe ich offene Apps, in dem Fall sind es insgesamt 7. Ich mache zum Beispiel den Browser einfach durch Antippen auf, ich schließe ihn wieder nach oben schieben oder Facebook in dem Fall. Noch einmal kurz in den Browser. Der Witz ist der, schiebt man nach oben, sieht man hier wieder die Benachrichtigungen. 10 Mails, eine Twitter-Nachricht, eine SMS und 2 aus Facebook. Schiebe ich gleich rechts weiter, so öffnet sich der BlackBerry Hub. Übrigens, da sind ein paar Kleber drauf, die die Seriennummer abdecken. Schiebe ich weiter nach rechts, bekomme ich, sehe ich, was im Hub mir angezeigt wird. Ich kann zum Beispiel nur die Textnachrichten mir ansehen oder Gmail oder eben Facebook, was da an Nachrichten hereingekommen ist. Oder eben den gesamten Hub. Ziehe ich nach unten, sehe ich immer die Termine. Rüberschieben, bin ich wieder im Task Manager. Noch einmal nach rechts schieben, bin ich in der App-Lade, die in dem Fall aus 3 Screens besteht und wo ich dann einfach durch Anklicken eine der Apps aufmachen kann, zum Beispiel die Dropbox, die natürlich auch schon offen war. In der App-Lade steht im Normalfall auch eine weitere Geste zur Verfügung, nämlich hier nach unten ziehen, öffnet hier oben ein Fenster, in dem ich zwischen privat und geschäftlich unterscheiden kann. Privat steht mir alles zur Verfügung, teilen etc. Paste and copy und im geschäftlichen Bereich unterliege ich den Regeln, die mir meine Firma auferlegt hat. Nach unten ziehen öffnet mir Aktionen wie zum Beispiel Wi-Fi-Einstellungen, Alarm setzen, Bluetooth aus-einschalten oder ich kann direkt in die Einstellungen gehen. Auch bei den Einstellungen will ich sie schließen. Dann ziehe ich wieder nach oben,
drücke aufs X und dann sind sie ganz weg. Angenommen, es wäre jetzt gerade eine Nachricht reingekommen und ich bin im Browser, sehe, habe die Benachrichtigung bekommen, da ist was da und ich will schauen, ob das das ist, was ich erwarte, dann ziehe ich nur ein bisschen nach oben, nach rechts und sehe dann hier in der Vorschau, was hier gekommen sein könnte. Interessiert mich das nicht, dann bleibe ich einfach im Browser oder in der anderen App, in der ich gerade bin. Was kann man im Hub machen? Man kann zum Beispiel durch längeren Tipp bekomme ich hier auf der rechten Seite eine Vorschau auf mögliche Aktionen. Zum Beispiel, ich mag das jetzt löschen, kann ich sofort machen. Oder die andere Möglichkeit ist, durch kurzes Antippen wird einfach die App aufgemacht und ich bin bei der Nachricht, die ich mir anschauen möchte, die ich beantworten möchte oder sonst irgendwie bearbeiten möchte. Wie man sieht, eigentlich mit vier Gesten alles geht alles ganz schnell. Man braucht keine Tasten. Ich habe hier zwar unten Buttons direkt für die Kamera, die ich genauso wieder schließen kann wie alles andere. Ich habe eine Suche und ich kann direkt ins Telefon, aber zum Beispiel hier im Hub habe ich das nicht, in der App-Lade habe ich das auch, in Applikationen dienen mir diese Menüs, Buttons hier direkt für die Applikation und ziehe ich nach unten, dann bekomme ich nicht das Menü wie vorher, sondern eben hier Settings beziehungsweise Einstellungen, die für diese App von Belang sind. Soweit kurz im ersten Teil Hardware, Design und Bedienung des BlackBerry 10 mit des Z10 mit dem BlackBerry 10 Betriebssystem. Im nächsten Video, im Teil 2, zeigen wir dann ein bisschen was von den Apps und auch wie die Sprachsteuerung funktioniert.